Okay, das ist ja das ist sozusagen die Echos für zur Entstehung des Jack-Büffels, des neuen Charakters. Genau. Okay, ich hätte da ein neues Aktionsfeld für dich. Ich habe bei der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein paar super coole experimentelle Waffen für euch angefordert. Aber die meinen, ihr Computersystem hätte eine Störung. Willst du dir das mal ansehen? Hey, da waren wir ja gerade vorhin, oder? Weißt du noch? Ich glaube, ja. Ich glaube, da schauen wir jetzt mal hin, oder? Ja, warum nicht? Ja. Hey, experimentelle Waffen, gibt es was Besseres? Ja, ja. Nö, eigentlich nicht. Hier, Forschung und Entwicklung haben sogar einen Reisepunkt. Ich bin ein großer, leuchtender Stern! Ich setz mich hier in den Bad. Research and Development. Alter, hier sind überall noch Nebenquests. Yay! Nebenquests! Na, jetzt schauen wir uns mal das Problem an. Wenn hier keine Gegner mehr sind, ist es schon schön hier rumzulaufen. Ihr sollt doch Waffen für uns bauen. Ich würde dir gerne eine neue Waffe bauen. Aber mein Kollege und ich können uns nicht einigen, welche Waffe wir als nächstes fertigen. Ich habe eine Laserwaffe mit meiner unendlichen Weisheit gestreichelt und sie so zur sinnlichen Perfektion gebracht. Ich habe einen Granatenmod gebaut, der Schneebälle schleudert. Der ist lustig, Jack. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Oh, das kenne ich. Die zwei diskutieren ewig weiter, wenn du das nicht unterbindest. Besorg dir einen Ruhigstellbolzen. Jack, ich habe heute ein Lied gelernt. Ruhigstellbolzen, das hört sich doch schon so interessant an, oder? Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, ich will den mit Schneebällen. Ich habe mit allen möglichen Persönlichkeiten hergestellt. Bösartige, nervige, freche, nervige. Die beiden habe ich mit den Voreinstellungen friedlicher Krieger und sexy Größenwahnsinniger gebaut. Ich dachte, wenn die zusammenarbeiten, kommt bestimmt was total Irres dabei raus, aber das war wohl nichts. Sexy Größenwahnsinniger, aha, ja. Wo ist der Ruhigstellbolzen? Dieser Ruhigstellbolzen sollte einen der beiden Claptraps im Waffenlabor deaktivieren. Geh hin und stell einfach den Claptrap kalt, dessen Waffe dich am wenigsten interessiert. Oh, hier ist ein Gegner, gell? Ich greif auch gerade an, ne? Oh, die gehen wenigstens alle auf dich. Diesmal, ja? Aua. So viel dazu, gell? So. Alter, wie viel kommen dann noch? Der ist tot. Der ist tot. Die Königin. Ah, hier ist eine Königin. Der ist noch eine Königin. Jetzt ist die Königin tot. Alter, allein nur durch Torx töten wir jetzt ein Level up. Ja, ich bin bald wieder beim Level up. Du hast ein Pixel mehr Level als ich. Könnte sein, ja. Ach, komm mal, noch mal überwunden. Ach, danke. Ich bin jetzt auch Level up. Nice. Aber hier sind immer noch Gegner. Sei vorsichtig damit, diese Ruhigstellbolzen sind ziemlich wertvoll. Alles, was einem Claptrap das Maul stopfen kann, ist sehr gefragt. Alter, wo kommen die ganzen Viecher wieder her? Und
Schaut was aus, das kann man dir da direkt aus der Scheibe. Schau mal, die kann man da durch die Scheibe durch. Fucking game. Schau mal! Da ist der nächste. Und da unten ist eine Königin. Ich glaube, solange die da lebt, geht da gar nichts. Ich glaube, die kommen dann immer wieder. Wir müssen kurz schauen, dass wir dort hinkommen. Und die aus dem Gefecht setzen, weil sonst können wir auch mal da Ewigkeiten. Stress. Richtig. Genau das Richtige. Antwort. Gratis Granaten für alle. Jo, das ist nicht. Oh, schießt. Ah. Die sind respawned. Wer ist respawned? Die Dark einfach. Ah, oh, verdammt, jetzt haben wir die alle getriggert. Na komm. Ich könnte wieder meine Medizin brauchen. Ah, sprach ich unter Wahlen. Wenn du Zeit hast, hier ist eine Waffenkiste. Was? Hier ist eine Waffenkiste. Oh, sorry, ich komme dir mal zu Hilfe, okay? Ach, geht schon. Jetzt? Nein, sind alle versteckt. Du bist gerade aufgekommen? Sah noch ein Scharfschütze aus. Wie sieht das aus wie ein Karabiner? Ich kann mich auch täuschen, so ist es nicht. Ich kann mich auch täuschen. Wieder gefistet. Hm? Vor allem heute. Warum heute? Schon wieder verwirrt? Bin ich schlaf. Was soll ich sagen? Die ganze Woche bin ich schlaf. Gestern habe ich 12 Stunden geschlafen, 6 in der Früh, 6 im Abend. Warum das? Weil Armer. Du kleiner Armer sucht zur Zeit. Ein Wunder, dass ich die überhaupt weggebracht habe, hier um Borderlands zu spielen. Ich habe so groß angekündigt, dass ich jetzt bald weg bin, um Borderlands aufzunehmen. Achso. Ja, danke jetzt, ja. Ne, es war gerade vorher gestartet, 15 Uhr, deswegen habe ich ja gesagt jetzt. Achso. Ah, deswegen hast du mir die Ehre erwiesen, dass du mir überhaupt angeschrieben hast, oder was? Oder wie denn das verstehen? Deswegen nicht. Ich dachte, du kommst Armo, weil du Armo gestartet hast. Ja. Egal. Ich dachte, das brauchen wir wieder auf dem Server. Nee, ich wollte eigentlich Epoch. Um ehrlich Ach zu sein. So, okay. Um ehrlich Voll. Zu sein, mal wieder Epoch. Wo kommen die überall her? Hier schon wusste ich, die hier komplett falsch sind, gell? Die Muni meines MGs down geht einfach. Du, ich hab kein Ding-Muni mehr. Keine Laser-Muni. wo ist denn jetzt, warte mal, ich guck mal, wie dem Inventar, ob ich ein paar Punkte zu verteilen habe. Ja, ich setze nochmal einen Skill-Punkt. Ah, die Badass-Punkte, stimmt. Im Übrigen, für den Excalibur-Blaster braucht man 2500 Badass-Punkte.
ein Excali-Blaster. Mhm. 2500. Mhm. Wie viel hast du? 1042. Ja, 400. Was beide sagen, 400 hast du nur? 472. Okay. Du hast zwei Charakter. Stimmt. Kommst du? Ja, ich habe nur gerade Tokens verteilt und alles. Ach so. Und das Schöne ist, es ist, ich hab gelesen, das ist charakterübergreifend. Also es ist egal, welchen Charakter, mit welchem Charakter ihr den aufnehmt. Das heißt, ihr könnt eine Legendary Waffe für euren Anfänger-Twinks nehmen. Wenn ihr mit einem großen, genau. Weil das passt sich ans Level eures Charakters an. Oh. Ich glaube, wir sind bei sowas von falsch. Nein, wir gehen gerade richtig zurück. Okay. Genau, von da kommen wir nämlich. Und du meinst? Ja. Da haben wir nämlich gerade den Schalter geholt. Oder? Ach, stimmt. Recht hast du. Das sind einfach nur die Gegner wieder respawned. Genau. Ich habe nur noch 10 Kopf. Ich habe keine Schild, wurde keine MP. Nimm irgendeine andere Waffe. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir mit der Sniper kämpfen. Hey, du hast 4 verschiedene Waffen. Das wirst du für irgendeinen anderen Waffen. Ah doch, für dich. Den habe ich nicht. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich hier hin. Mhm. Falsch. Da kommen wir. Okay. Es war der rechte, oder? Was die... Oh, der ist schon. Laser hat, oder? Der linke hatte den Schneeball. Schneeball, genau. Den wollen wir, oder? Genau. Ich glaube, wir sind hier falsch, kann das sein? Nö, ich gehe zu den Shops. Achso. Money. Bessere Ware findest du nirgendwo. Okay. Dafür habe ich gesorgt. Da sind Granatenmoppen wieder drin. Oh mein Gott. Oh ja. Aber der verursacht nur eine Standardexplosion, also ja, außerdem kriegen wir einen Granatenmod. Stimmt. So. Komm jederzeit wieder. Nee. Da. Zurück. Zurück auf Anfang. Aua. Was ist das? Ich bin gerade gegen das Ding gehüpft. Warum springst du auch nur? Weil ich so schneller bin mit dem Boost. Achso. Ja, jetzt sind wir da. Ich warte auf dich. Verpass einem von beiden den Ruhigstellbolzen, dann ist er für eine Weile abgeschaltet. Bitte stell mich nicht ruhig, Jack. Meine Schneeballgranate hat so viel Potenzial. Vernichte nicht der ihn und mein perfekter Laser ist dein. Was fällt dir ein? Weniger auf der Welt, was? Na komm. Klar, ansprechend. Boah, Alter! Was denn? Schau dir die Werte an! Wo ist der? Wie heißt denn der? Du müsstest... Ach, Snowball. Spaß für die ganze Familie. Ich schätze den jetzt aus. Ich hab leider keine Granate. Ja. Okay, aber dafür macht er 2500 Schaden. Er tötet jeden Gegner instant. Fast. Ja. Oh. Okay, es gibt hier einen Chat. Ja, hab ich auch gerade gefunden. Du hast auf Z gedrückt. Ja, ja, armer Steuerung. Enter Commander. Dean, der Typ hat Probleme mit der Selbstbeherrschung und ich fürchte, diese Mondidioten machen die Sache nur noch schlimmer. Ich habe ihn hier irgendwo in einen Abstellraum gesperrt. Such ihn und beruhige ihn, bevor er nach der Lost Legion beitritt oder so. Machen wir mal ein bisschen Nebenquests, oder? Ja. Okay, wir müssen irgendwo hinreisen. Was reicht man denn? Reist man schneller, schaut aber bescheuerter aus.
Ja. Qualität, ich brauche und ich stelle keine Fragen. Ah. War mir wieder ein Vergnügen. Ich habe jetzt 5 Karten. Gut. 3 sind. In dem Gebiet haben wir dann gleich 4 Quests Nebenmissionen. Oh mein Gott. Hm. Geht alles nebenbei mit. Und der Laser schießt. Mit der Luftschleuse war echt clever, was? Jake hat den Teil meiner Persönlichkeit gelöscht, der meine Schuldgefühle enthält. Aber ich bin mir sicher, genau die sollte ich jetzt haben. Nach der Luftschleuse hast du noch mit Jack kooperiert. Du doch auch. Pandora musste gerettet werden, so schrecklich Jacks Entscheidung auch gewesen sein mag. Scheiß auf Gegner. Komm zum Ziel. Alter! Du musst mal den Schneeball auf Gegner schießen, was direkt vor dir sind. Das ist ein Instant Down. Ernsthaft? Ja! Am besten, wenn du sicher bist, wenn du direkt den vor dir hast. Hey, hier ist noch eine Quest. Ah ja, ich sehe es. Ah, ich habe 11 Leben, aber. Kommst du zurecht? Naja, ich glaube, ich werde es schaffen, wenn der Gegner jetzt zu mir irgendwo steht. Warte, ich komm zu dir, weil die Quest sollten wir gemeinsam annehmen. Aber du hast es. Warte, ich komm zu dir wegen den. Aber ich muss trotzdem zurück. Ja, ich merk's gerade. Das sind ein bisschen zu viele Gegner, gell? Ich wollte den Schneeball austesten. Harter Gegner warst du nicht. Oh, jetzt kommt mein kleiner. Mein Lieblings. Wie heißt der? Der Boomtrap, so. Aber wir müssen hier bleiben. Ah nein, hier unten ist er, stimmt. Hier unten war er. Aua, komm, Jo. Warte, jetzt teste ich mal den gegen den großen Mech aus. Oh ja, Mann. Wow, fast. Ich hab auch nochmal drauf. Bist du ein Gegner? So. Haben wir alles? Ich glaube ja. So. Und hier der Tresor, glaube ich, oder? Ne, hier die Tür ist das nochmal, oder? Die Tür meine ich, nicht das Tresor, Tür, ja. Oh, Waffenkiste. Ja, warte mal, was Dean macht. Ich meckere über Fehlbesetzungen bei Filmen, die ich noch nicht mal gesehen habe. Rede einfach mal mit ihm und schau, ob du ihn beruhigen kannst. Wenn ich bei Videospielen Scheiße baue, lasse ich das immer an meiner Umgebung aus. Ich rege mich sehr leicht auf. Wenn wir ein Brettspiel spielen und du gewinnst, schneide ich dir die Ohren ab. Bitte senken Sie Ihr Wutrating um mindestens 50%. Jack sieht echt gut aus. Und das gibt mir das Gefühl, nicht so gut auszusehen. Und das macht mich wütend. Oh, so ehrlich, es muss doch einen Weg geben, den Karl etwas abzukühlen. Nein, Jack hat mich hier sitzen lassen und er zahlt auch nicht so toll. Darum musst du dir jetzt meine Hasstiraden anhören. Ich hasse Bücher. Ich hasse fast alles. Wenn jemand was mag, was ich nicht mag. Keine Bange, ich bin cool. Meine Intuition war richtig. Oh. Ich hab mir gedacht, irgendwas steht der Kühle ihm ab, also eine Eiswaffe. Okay. Sorry, dass ich jetzt nichts gesagt hab. Nee. Aber ich war ganz selbst überrascht, dass es funktioniert. Wo ist die nächste? Wir haben. Warte. Oh, 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 oh. What the fuck? Was war denn das jetzt? So. Oh. Und ich war gerade im Questlog nämlich. Du bist tot, ne? Ja. Oh mein Gott, kommt der Zug mir einfach so mitten in die Fresse. Hallo, mein Name ist Professor Nakayama. Nakayama. Ich habe eine dringende Nachricht für Jack, aber Sarbidons Leute haben mich in den Arrestblock gesteckt. Wärst du so freundlich, mich zu befreien? Nakayama, jeder kennt Nakayama aus Borderlands 2.
aus dem DLC Sir Hemlocks bekannt.